Dies ist die World Skills, Weltmeisterschaft der Berufe. Was haben Restaurantfach, Kosmetiker und Dekorateur gemeinsam? Genau, sie alle sind Ausbildungsberufe, die hier gegeneinander antreten. 45 Berufe bzw. Disziplinen sind hier zu sehen. 50 Länder treten gegeneinander an. Insgesamt sind ca. 1000 Sportler, nein, junge Berufstätige, angereist. Sie sind bis 22 Jahre alt und werden in Länderausscheidungen vorausgewählt. Dieses Jahr findet die World Skills in London statt. Hier und da findet man aber auch mal ein deutsches Fähnchen, wie hier beim Installateur oder beim Kochberuf. Das deutsche Team ist in einer Stärke von 26 Mann angerückt. Übrigens nur eine Frau, eine Restaurantfachfrau. Was ist denn drin im deutschen Kochtopf? Kartoffeln natürlich. Spaß beiseite, jeder Kandidat hat genaue Vorgaben, was zuzubereiten ist. Und auch für gute Unterhaltung wird gesorgt. Für die Kleinen und für die Großen gibt es Multimedia, es gibt künstlerische Leckereien und was fürs Auge. Junge Berufstätige und jung gebliebene Erwachsene, alle kommen auf ihre Kosten. Vor allem aber können sich hier Schüler inspirieren lassen, was sie einmal werden wollen. Alles kann man ausprobieren. Ist Landschaftsgärtner etwas für mich? Oder doch lieber Autolackierer? Sieht schon gut aus, was die hier drauf haben. Oder überlege ich noch ein bisschen und lasse mich durch die Halle treiben? Friseur, na klar, das ist ein Beruf, wo es wirklich etwas zu sehen gibt. Papageienbunt stehen 5 Köpfe mit immer den gleichen Frisuren auf den Ländertischen. Ein Rockabilly, eine elegante Abendfrisur. Damit auf die nächste Promi-Party und die Fotos in der bunten sind einem sicher. Unter den strengen Augen der Jury schwitzen die Teilnehmer. Die englische Mannschaft hat Heimvorteil. Friseur, also eine Traumkarriere. Was gibt es denn noch so? Schauen wir doch mal den Teilnehmern am Computer über die Schulter. Was ist denn das hier? Oh, Anlagenelektroniker. Da stört man vielleicht besser nicht. Und was gibt's hier noch? Ah ja, Webdesign. Today's objective was to create a design for the London tourism industry. It's called Showing London to the World. And we had to come up with a concept and a technique of presenting what showing London to the world is. I think I have a good chance of winning. I feel very good right now because the design is not one of my strong areas and I did very well today and I'm really proud of myself. Die Fans halten die Fahne hoch. Die Teilnehmer tun ihr Bestes, um vor der strengen Jury zu bestehen. Und bald gibt's das ganze Spektakel auch bei uns. Hallo, mein Name ist Klaus Andresen. Ich bin der CEO der World Skills World Championship Weltmeisterschaften der Berufe in 2013 in Leipzig. Die Freunde und Kollegen hier aus England haben einen exquisiten Job gemacht. Es ist sicherlich die größte und beeindruckendste Weltmeisterschaft, die bisher von World Skills stattgefunden hat. Mit über 1000 Teilnehmern, mit rund 2000 Experten und man staune 150.000 Besuchern in den Messehallen hier in London. Übrigens eine Fläche von 10 Fußballfeldern groß mit über 40 verschiedenen Berufen und fast 1000 Teilnehmern. Also eine gigantische Leistung, die auf die Beine gestellt worden ist. Herzliche Grüße von der Berufe-Weltmeisterschaft 2011 hier in London vom Stand der World Skills Leipzig 2013 GmbH. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.